Hallöchen, meine kleinen Kugelrund-Mondgesichter. Es sind wieder eure zwei Konfirmanden von der wunderschönen portugiesischen Steueroase. Es ist mal wieder früh am Morgen. So früh, dass es schon oder noch dunkel ist. Spaß, wir haben so circa 19 Uhr. Wir fahren jetzt lecky lecky was essen mit den anderen. Und das wird einfach nur herrlich. Wir haben den ganzen Tag wieder schwer mal locht. Haben wir schwer mal locht? Shorty, sag mal. Es war ein einziges Grauen. Du hast urgearbeitet wieder. Ganz fleißig warst du. Ja. Wie gefallen dir denn die Vlogs bisher? Hast du Spaß? Sie sind wunderbar. Wir fassen die Highlights des Tages zusammen. 3 Minuten. 3 Minuten circa. Sie werden auch nie länger. So. So. Abfahrt. Wir gehen. Ich soll mal eine Uhr bestellen, oder? Ja. Oh, scheiße. Rua da Casablanca. Für 6 Eier kann man auch noch machen, ne? Ja. Oh, Abfahrt. Wer holt uns ab? Ich bestelle jetzt draußen, weil da braucht nur eine Minute. Findest du meinen Look heute? Der Trockner funktioniert, wa? Wie viel ist dein Outfit wert? Keine Ahnung, kann bei den ganzen Falten gar nicht lesen, wie viel Geld da drauf steht. Don't stay in here. Go on the, around the world, make your life outside. Then, okay, when you are retired, okay, you can buy a house here and live your life here because it's safer, it's clean, okay. Yeah, it makes sense. But to form family and get some money to buy a house, no. Minimum wage in Madrid is 850 euros. Wait, it's not that much, right? The average the house in Funchal is 427,000 euros. That expensive. How are we going to buy a house with 850 euros? It's to survive, clearly impossible. So this is a good place to retirement. Yeah, so I think so. Have some kind of business, getting a lot of money. Okay, that's enough. Yeah, I heard about a lot of people coming here because the taxes for foreigners are pretty low. Yeah, if you are from the European community, yeah. Yeah. Oh, nice. Yeah. Thank you very much. You're welcome. Enjoy. Have a great evening. Yeah, thank you. All the best for you. Goodbye. Thank you. Bye. Thank you so much. You're welcome. Was ein netter Mann. Sehr netter Mann. Aber das war jetzt auch so ein bisschen kritisch, ne? Ja. So über das ganze Einwanderer-Thema und ehrlich gesagt, denen geht's gar nicht so krass hier. Den Einwanderern geht's gut, aber den Bürgern leben alle in Armut so ein bisschen. Ja. Was ist das für Zeug, Alter? Ich weiß nicht, aber es dampft. Ja. Wie heißt das? Schati. Schati? Schati, ja. Das ist jetzt einfach wie diese Lütten Pommes hier, oder was? Nee, du hast unten Avocado, frittiert. Meistens so, das geben die hier also als kleinen Amüsbrüsch, also als kleinen Gruß aus der Küche. Warum läuft auf Madeira Modern Talking? Wir können was lernen. Digga, dead ass. In der Schulzeit. Hab ich gar nicht registriert gerade. Aber es ging sehr, sehr absurd. Aber die Bar ist cool. Henk, wir hatten gerade ein sehr interessantes Gespräch. Sehr interessantes Gespräch mit unseren British Friends. Wer war das? British Friends. British friend. This is my friend Jackson. Hey, he's an art director from London. From London. Yeah. Very nice to meet you. Hope we see you tomorrow. Love to see you tomorrow. Yeah. Where are you going? We go home now. You going home? Yeah, yeah. We gotta work. We're very busy people, right? Right. Don't look at the camera. Don't look at the camera. Right. Want to say something? Content. Oh, content. Don't worry. Fabulous. I look fabulous. You look fabulous. I know. The most fabulous nurse I've ever met. What's your name, darling? Henke. Yeah. Henke. H-E-N-K-E. Henke. Henke. Thank you. It's like harsh and edgy. The best thing, yeah. The best thing of this yeah. is Jojo. So on Real Housewives of Salt Lake City. Right? Yeah. What's your real name? The biggest thing ever happened ever. Do you know Gorillaz, the band? Oh, I've seen them so many times live. Oh, are you kidding? Yeah. Gorillaz is the best band ever. Okay, Freunde, kleine Storytime. Wir waren eben in der Tiefgarage. Da wurde das Höchste, was angenommen wurde, waren 10-Euro-Scheine. Ich hatte aber nur 20s. War bei 6 verschiedenen Automaten. Da habe ich die Engländer gerade wieder getroffen. Die Automaten geben nur 20s aus. Die geben keine 10-Euro-Scheine, 5 Euro am Arsch, die Räuber. Nur 20s. Bis den Engländern, I was in a hurry. Und dann war sie da gerade am Machen. Und ich dachte, yeah, how you doing? Und die hat sich voll erschrocken anscheinend. Und war dann so, oh, that's very rude. Oh, scheiße, sorry und so weiter und so fort. Und ey, können wir Geld tauschen und so, hast du 10 Euro und so, ja, du kannst den Rest behalten, bla bla bla. Und sie war, ja klar, und dann kam der andere dazu, ihr Bruder kam dazu, auch natürlich schon rotzevoll leider. Und dachte dann, ich will irgendwie jetzt seine Schwester abziehen. So, no, that's bullshit. Er so, nein, Digga, nein, so und so.
Und der hat sonst was von mir gedacht gerade. Dann hatte sie aber kein Geld mehr dabei und dann bin ich abgezischt. Und dann habe ich eben so ein norwegisches Pärchen getroffen, eher rotzevoll. Und ich sag so, hey, can we exchange? You can keep my 20 euros when you give me your 10 euros. Oh no, that's too funny, strange German guy. I come with you, I'll pay you. Ist er mit mir in dieses Parkhaus reingerannt? Olli hat das irgendwie selber gedribbelt mit dem Geld. Also im Endeffekt will ich kurz meine Seite auf der Story erzählen. 30 Minuten lang war Henke weg, ja, das ist eine halbe Stunde. Ich bin rausgegangen, bin zum ersten ATM gegangen. Rechts vom ATM war ein Hotel. Ich bin reingegangen, habe meine 20 Euro gechanged und habe straight up einfach bezahlt die 4,90 Euro, die er wollte. Innerhalb von 5 Minuten, ja? Dieser Mann, 45 Minuten weg. Keiner weiß, wo er ist. Du hast dein eigenes Abenteuer, Henke. Da war kein Hotel. Und deswegen, ja, glaube ich, dass die Frauen die überlegene Kultur sind in der Menschheit. Wer der Meinung ist, dass Frauen ein Kulturkreis sind, der kann das gerne denken. Das ist die Lehre des Abends, liebe Freunde. Abonniert den Kanal, wir sehen uns morgen wieder zu einem viel zu kurzen Vlog. Vielleicht haben wir heute nur 2 Minuten geschafft, das wäre geil. Tschüssi! Mach jetzt aus, Short, ich hab keinen Bock mehr. Fresh friend!